Bist du jemals einer Libelle von der Größe eines Falken begegnet? Wenn du in der Karbonzeit über die Erdoberfläche gelaufen wärst, wäre das vielleicht passiert. Wenn von Gigantismus die Rede ist, denkt man in der Regel an die berühmten Dinosaurier, die vor 150 Millionen Jahren in der Jurazeit die Erde durchstreiften. Und doch haben Libellen, Tausendfüßler, Spinnen oder sogar Skorpione vor einiger Zeit außergewöhnliche Größen erreicht. Eine überraschende Entwicklung, die auf die Zwänge zurückzuführen ist, die durch die Bedingungen des Lebensraums entstehen. Aber wie konnten so kleine Insekten so große Dimensionen erreichen? Und warum sind sie ausgerottet worden? Lieber Reisender, herzlich willkommen! Heute begeben wir uns auf eine wunderbare Reise in die Welt der Insekten, dieser neugierigen